Jo, meine Freunde, was geht ab und ein wunderbares herzliches Willkommen hier zu unserer neuen Runde von F1 2020, mein Team. Wir sind in unserer zweiten Season und das hier in, ja, Großbritannien, am wunderbaren British. Und ja, an was denkt man, wenn man in Großbritannien ist? Natürlich an Renn-Action. Aber ja, Mercedes vermisst uns das heute so ein bisschen, weil die erhofften Erwartungen, die letzten paar Rennen, die echt extrem gut liefen. Hier mal die Strecke, 5,8 Kilometer, 18 Kurven, die Rede ist natürlich von Silverstone. Zwei DRS-Zonen und eigentlich eine Raketenfahrt. So viele Kurven, aber doch so schnell. Und das ist einfach eine coole Strecke. Aber Mercedes vermisst das Ganze ein bisschen. Ja, einen Fahrerwechsel gab es auch, falls ihr das nicht gesehen habt. Wir haben uns Max Verstappen geholt. Der ist jetzt zu ITU Racing gegangen und wir haben mit Perez geswitcht. Das heißt, Perez fährt jetzt bei Red Bull. Und ich bin sehr gespannt, was der junge Niederländer hier bei uns reißen kann. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne einen Daumen oben, das schaut gerne auf Insta und TikTok vorbei. Aber wir kommen hier in unsere Qualifying-Runde. Und der erste, mit dem ersten Trail war ich eigentlich sehr zufrieden, hat mich uns auf 2 gebracht. Aber da war schon 0,7 Sekunden zu Hamilton. Und da dachte ich mir, da muss doch irgendwas gehen. Wir waren in den Trainings immer so 2-3 Zehntel schneller als alle und jetzt auf einmal im Qualifying gar nichts mehr. Irgendwo haben wir die Powerfinder, ja, ich weiß, wir haben zwar ein bisschen Motorprobleme, das heißt, wir haben 50% Motor und auch die anderen Teile sind jetzt nicht mehr so komplett neu, aber nicht, dass man sagen kann, keine Ahnung, wir sind eine halbe Sekunde langsamer jetzt auf einmal zum letzten Rennen, wo wir eigentlich, ja, Mercedes geroastet haben. Also, sorry, no front. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr wisst, falls ihr wisst, was da los ist. Ich weiß selbst noch nicht. Ich werde es wahrscheinlich erst wissen, wenn wir das nächste Rennen fahren. Und wenn wir dann wieder besser sind, dann, ja, aber Ungarn ist halt auch so eine Sache. Ja, aber jetzt konzentrieren wir uns hier mal ersten Sektor nicht verbessern. Und das war schon mal ein riesen Wow. Weil im ersten Sektor verbesserst du dich theoretisch jedes Mal. Und hier dann zack. Zack, ich hole wirklich alles raus, jede Zehntel quetsche ich irgendwie raus. Hier auch dann noch Vollgas, so früh aufs Gas wieder. Es ist cool, dass man es kann, aber da fehlen, wir sind so langsam dran. Und ich merke da halb 0,7 Sekunden, also 0, fast eine Sekunde fehlt auf Hamilton. Und die da hinten verbessern sich alle grün, lila und so weiter. Und wir kommen, entweder bin ich zu früh gefahren, kann natürlich ein Faktor sein, aber ich weiß nicht. Und ja, das hier war ein Riesenfehler, dass ich hier zu weit rausgekommen bin. Zack, keine Verbesserung bei unserem zweiten Try. Na, das war natürlich ziemlich ernüchternd und so sieht es dann leider auch hier bei unserem, ja, Startplatz aus. Hamilton und Bottas hier aus der ersten Startreihe, eine Macht einfach ohne irgendwas. Verstappen hat uns sogar geschlagen und das in seinem ersten Qualifying. Perez auch, unser Ex-Teamkollege und wir dann nur 5 Cents dahinter, Vettel und Kwiat. Aber was da los war, ich kann es bis jetzt nicht erklären. Leclerc und Norris, dann haben wir Ricciardo und Stroll, Albon wieder zurück bei Red Bull, Gasly, Giovinazzi, Ocon, Russell und Magnussen, Matsushita und Aitken. Und in der letzten Reihe Latifi und De Vries. Aber ich habe absolut keine Ahnung, was da los war. Wir müssen uns das echt nochmal angucken. Aber ich fahre eh nur auf 98 und deswegen dachte ich mir, wir sollten auch gut mit klarkommen. Aber boah, da fehlt 1,5 Sekunden auf Mercedes. Und das an einem Wochenende. Und los geht's. Unser Start hier in Großbritannien. Der ist, ja, okay. Wir haben hier gleich mal einen besseren Start wie Perez. Aber da haben alle so einen guten Start hier. Und ja, außen gehen wir volle Rille. Oh mein Gott, ja, leichte Berührung mit Perez. Aber wir müssen hier echt volles Rohr gehen. Rad an Rad hier mit Verstappen geht sich gerade noch aus. Ich möchte die Mercedes unbedingt abfangen. Aber hier Verbremser und zu viel Benzin. Das Setup, alles stimmt irgendwie nicht mehr. Und natürlich verunsichert das einen, wenn du weißt. Halleluja, die haben dir gerade 1,5 Sekunden. Ich fahre hier mit das Golf und dann gleich das Rennen. Und die haben dir da gerade 1 Sekunde oder 1,5 Sekunden eingeschränkt. Und du weißt nicht, wo die Zeit hin ist. Und das ist halt das Problem. Und auch hier, wir kommen nicht richtig von Verstappen weg. Ist natürlich cool, ein Doppelwin. Aber der wird sich nicht lange hier, ja. Die Freude wird nicht lang bleiben, weil Verstappen dann einen Defekt hat und in die Box. Nicht in die Box muss, sondern ja, durchgereicht wird. Aber dazu später. Jetzt gibt es noch eine Verwarnung in Kops, aber später dann finden wir irgendwie einen Weg hier immer gut durchzukommen, indem wir, ja, du musst einfach vom Gas, der Tipp ist halt, du musst einfach vom Gas runtergehen, dann kannst du eigentlich dir das so gut wie in jeder Kurve erlauben, würde ich jetzt mal sagen. Und Mercedes jetzt schon 2,2 und 1,7 Sekunden weg. Ich fühle mich, wie wenn ich stehen würde. Was ist nur los mit unserem Auto? Ich meine, anscheinend kann auch Verstappen schneller, aber nur wir stehen hier irgendwie. Wahrscheinlich sind es dann doch teilweise die Teile. Gucken wir uns den Start nochmal an, der hier nicht besonders gut war. Also, das gebe ich nicht zu, das gebe ich nicht gern zu. Wir sind zwar schon hier auch gleich raus, wir haben uns auch hier gleich verteidigen können. Aber ja, ich bin da gleich mal weit raus. Ja, aber Perez hat uns da gleich richtig blockiert.
und dann gegen unseren Teamkollegen. Ja, es war fair und es war okay und dann hier auch noch ein paar Replays. Und da sieht man auch, wie weit die Mercedes schon hier weg sind. Die sind hier eine Macht, das ist nicht normal, wie schnell die sind. Und das ärgert mich auch ein bisschen und ja, das ist unfassbar, wirklich. Es ist, ja, aber lassen wir uns mal ein bisschen auf das andere Thema eingehen. Formel 1 geht auch wieder weiter in Imola. Ich freue mich wirklich schon extrem, wenn es losgeht. Wir sind in der vierten Runde und der ist schon durchgereicht worden. Max Verstappen hier von Perez und Sainz gecatcht worden. Irgendwie ein Defekt und ja, was soll man sagen? Es ist halt so schade, wirklich. Man investiert so viel Kohle in Upgrades, in Verbesserungen und dann wird der wegen einem kleinen Defekt irgendwie durchgereicht. Das ist echt scheiße und das hilft gar nicht. Aber das Traurige hier, wir verlieren mindestens eine Sekunde pro Runde und das ist noch trauriger, wirklich. Also das ist extrem traurig, wenn man das nimmt. Hier, wir sind in der siebten Runde, aber jetzt haben wir das ein bisschen wenden können mal. Also wir sind in der siebten Runde und haben den Abwärtstrend ein bisschen, ja, aufgehalten. Wir sind nur noch 6 Sekunden von Bottas weg und von Hamilton natürlich. Aber Bottas hier mit einem guten Vormarsch. Mein Ding ist ein bisschen, wenn ich hier ein bisschen jetzt mithalten kann, immer ein bisschen abknabbere, dann und die vielleicht fighten, könnten wir uns da vielleicht doch als lachender Dritter rausstellen. Perez kann Gott sei Dank nicht mithalten mit uns, weil der in einem Red Bull hockt, der ein bisschen langsam ist. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Ich wollte auch eine Runde früher reinkommen, aber Hamilton macht da den Undercut gegen Bottas. Oder den, nicht den Undercut, einfach, er ist ja der erste Fahrer, er kommt als erster rein. Und das ist halt das Problem, weil ich ein bisschen beide carryen wollte und eine Runde zu spät reinkommen. Dachte mir aber auch, die Reifen haben einfach nicht nachgegeben und warum soll ich da jetzt nur wegen der Scheißstrategie noch eine Runde länger mit denen dann fahren. Deswegen, ja, wir haben da auf jeden Fall einen wenigstens in der Strategie drin und das ist natürlich Bottas, aber der hat auch die schnellste Rennrunde, der fährt gut und ich hoffe, wir können mit Gelb durchfahren. Das wird jetzt nochmal die Frage sein, weil das wird echt mega schwierig werden mit gelbem Satz hier, aber es sind Gott sei Dank nur 15 Runden, das könnten wir schaffen auf jeden Fall. Und wir sind 15. Platz, 15 Runden, 15. Platz, jede Runde die werden natürlich auch noch alle reinfallen, wir werden der Dritte und mit 7 Sekunden oder so vor Perez, das könnten wir auf jeden Fall locker mit rein ins Ziel nehmen. Sola, aber wir werden jetzt hier in der ersten Runde, erster Durchlauf, die ersten sind in der Box und auch unter anderem Bottas, der natürlich gemerkt hat, dass er da undercutet oder ein Undercut versucht da war und schau mal, wie Meilenberg die weg sind. Das ist nicht normal. Das ist unmenschlich, unfassbar. Und ja, das ist leider auch so ein bisschen unser Problem heute. Wir kommen irgendwie immer zu spät. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hätte, wenn wir eine Runde vorher reingekommen wären. Und ich reiß mir da wirklich schon seit Runden lang den Allerwertesten auf. Die fighten auch davor ein bisschen. Und wir haben sogar mal einen Lichtblick, einen kleinen grünen Sektor. Lila ist sowieso wahrscheinlich heute unmöglich, aber immerhin grün, eine Verbesserung von einer halben Sekunde und alle anderen sind in der Box und ja, das Ergebnis von unserem Undercut-Versuch gegen Bottas ist traurig und sehr, sehr traurig, weil jetzt sind beide auf einmal 7 Sekunden weg und nicht nur einer mehr 6 und der andere so 7, nein, jetzt sind einfach beide 7 Sekunden weg und ja, wir sind ein bisschen gefahren und ich habe mir so, ja, Vettel jetzt draußen, ja, wir können einfach nicht mithalten, Bottas 10 Sekunden, wir können zwar hinten wegfahren, kommen aber vorne nicht nach und das ist halt das Problem, was wir am Anfang noch hatten. Und jetzt ist es einfach wieder da, obwohl wir die letzten drei Rennen gewonnen haben. Mir fehlen die Worte. Und das ist halt so ein bisschen jetzt echt, das, ich weiß, wie es jetzt Mercedes geht, die letzten Jahre dominiert haben. Und von heute auf morgen, okay, bei ihnen war es nicht von heute auf morgen, aber ja. Und jetzt bitte, ich habe alles zusammengenommen, wirklich jede einzelnen Track Limit fast überschritten, das Maximum gegeben, nur für diesen einen Moment. Und ja, mittlerweile haben wir auch schon auf Hamilton satt aufgeholt, 6,5 Sekunden, 25 zu Perez. Wir könnten als, oh mein Gott, das habe ich gar nicht beachtet, wir hätten sogar noch Rot holen können und vielleicht sogar die schnellste Rennrunde probieren können. Aber ja, so weit bin ich nicht gegangen, dass, ja, auch hier, dass ihr das mal seht, ich kann doch noch überholen, unser erstes Überholmanöver, auch wenn es eine Überrundung war. Aber wir hätten jetzt nochmal reinfahren können, in der 25. hätten locker Perez oder Kwiat überholt. Mit Rot, ach, das wäre natürlich unter die Kuh gewesen. Und dann nehmen sie mir noch in der letzten Runde mit einer so unehrenvollen Runde. Mit über einer Sekunde, die sie da schneller waren. Die Reserven haben sie einfach noch rausgecatcht. Eine Sekunde waren die dann einfach in der letzten Runde. Obwohl die gerade, keine Ahnung, 14, 15 Runden mit den Reifen gefahren sind.
waren die einfach noch immer noch eine Sekunde schnell und das in der letzten Runde. Und das zeigt, welche Macht die da heute ausgespielt haben. Das ist nicht von dieser Welt. Das war unmenschlich, wie wir heute geroastet wurden. Also wirklich, sorry, no front, aber wir sind da heute richtig von denen gefickt worden, ja? Auf jeden Fall. Also, boah. Wo nehmen diese Mercedes die Pace her? Und jetzt weiß ich auch, wie sich da Red Bull die letzten Jahre gefühlt hat. Boah, ich weiß echt nicht, wo, ich kann die Worte nicht mal finden. Ich finde die Worte nicht. Es ist einfach nicht normal. Mercedes eindeutig heute gewonnen mit so einer Leistung. Halleluja. Also, ich will nicht viel sagen, aber die haben uns heute richtig mal gezeigt, wo der Butler den Most holt. Und das war eine übertriebenste Dominanz von den beiden. Die haben sich da teilweise gespielt, also die waren da ja am Anfang. Ich weiß nicht, am Anfang haben wir den Flow ein bisschen verloren. Liegt vielleicht auch daran, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel Benzin mitgenommen habe. Aber das, ja gut, fünf kleine Sachen sind auch ein großes. Also zu viel Benzin, vielleicht ein bisschen mehr Setup auf die Hinterachse und ein bisschen mehr Bremsen. Und drittens natürlich die abgenutzten Teile. Kann natürlich alles ergeben, dass wir da pro Runde eine Sekunde langsamer sind. Aber sehr unwahrscheinlich. Also genauso mit den Setups bin ich auch in Frankreich, in Österreich gefahren. Und wir sind wunderbar klargekommen. Also das ist einfach heute sehr fragwürdig. Ein großes Fragezeichen, aber trotzdem. Ich bin sehr stolz. Wir haben da ein gutes Rennen hingehört. Auch wenn es jetzt nicht das Maximum war, war es auf jeden Fall das Maximum, was ich heute aus dem Auto rausholen konnte. Und ich glaube, so fühlt sich auch jedes Rennen Alonso. Holt das Maximum raus, wie es am letzten Wochenende war, und dann ein Sandwichpapier versperrt seine Bremsbelüftung und muss abstellen, wenn die Bremsen nicht mehr gehen. Das ist einfach nur traurig. Sala, unser Teamkollege hat es immer noch auf 9 geschafft. War sogar 2 Punkte, also mega gut. Wir holen auch 15. Das sind 17 Punkte für die Konstrukteurs-WM. Und deswegen, da brauchen wir uns echt nicht aufregen. Also, das war einfach nur mega gut hier. Daniel Kvyat auf 4, unerwartet. Perez auf 5. Auch mit dem Red Bull is back hier. Und ja. Was für ein Rennen. Gucken wir uns mal an, was die Claire zu sagen hat. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Auf das heutige Ergebnis sind Sie sicher stolz, nicht? Was denken Sie, wie sich... Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu... Klasse, das war dann alles. Genau, bei Berührungen, Mann. Was soll ich denn machen, wenn ich am Anfang in so einem Tunnel drin bin und Perez mir dann vors Auto fährt? Ich habe gebremst und wir sind leicht aneinander geditscht. Und ich will nicht viel sagen, aber das mit Berührung zu sehen, ist nur traurig. So, aber wir kommen hier, ja, fast gleiches Level. Wir sind gleich auf 30%, 15%. Ja, gut, Verstappen hat da schon das ein oder andere gute Rennen geholt. Und wir holen hier auch 1,38 Mio, aber 25k Minus für Verstappen. Ja, da hat's wohl, das war wohl ein tieferes Problem, was sehr tief in die Tasche geht. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Hier habt ihr schon unseren Windkanal. Der geht schon richtig durch die Decke. Ich hoffe, da kommt nochmal ein Upgrade, wenn wir uns noch was Besseres kaufen. Und das wäre auch mega cool. Ich habe auch geguckt, wo wir ein bisschen noch mehr Geld reinstecken können. Wir haben ja immerhin 10 Millionen und einen Fahrer, der bis mindestens Brasilien, Abu Dhabi bleibt. Das heißt, am Fahrer müssen wir jetzt nicht mehr sparen. Am Ende bekommen wir auch noch unsere Prämie. Die bekommt ja jedes Team. Je nachdem, ob wir als erster, zweiter, dritter, mit dem rechne ich. Also so die ersten drei rechne ich auf jeden Fall. Aber Konstrukteurs-WM ist immer schwierig, weil da muss halt der andere auch mitspielen. Und Verstappen hat mitgespielt auf jeden Fall. Und gucken wir uns mal an, wie es in Ungarn weitergeht. Russland wird geil. Singapur wird hardcore. Japan unschaffbar, also wenn wir da den 10. Platz holen, wird's gut, weil Japan bin ich echt schlecht, auch mit einer schwierigen, da werden wir auch vom letzten Platz wieder starten, um alles nochmal neu zu machen. Und ja, dann geht's eh noch bergauf, Mexiko, USA, mega cool, aber jetzt kommen noch die Europatour, die letzten drei Rennen, oh mein Gott, ja, Belgien jetzt auch noch, Ungarn, dann Belgien und Italien, das sind eh gut, Italien werden wir ein bisschen abbeißen, weil da brauchen wir ein bisschen mehr Top-Speed, aber ja, gucken wir uns das Ganze mal an, ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir da uns noch schlagen können. Abonniert den Channel wirklich gern, lasst gerne ein Däumchen oben da, schaut gerne auf Instagram, TikTok vorbei. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später. Ich weiß nicht, ob wir morgen oder übermorgen neues Video kommen. Schaut gerne auf TikTok vorbei, ich möchte jetzt jeden zweiten Tag einen Rhythmus drin haben, weil ihr wisst ja, mein Computer und so weiter. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zugucken, am Sonntag kommt mein Team und ciao.